Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Among the Rollenspiel- Trail. und Absolutely. Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir haben immer noch hier oben Drachen und Pevgras. Okay. Pevgra, Mempevgra, Jungdrache. Ah ne, nehmen lieber gleich was Stärkeres gegen den. Okay. Lava, you neon spirit! I'll chew the gristle off your skull! Oh. Kana sieht schon mal nicht gut aus. So, dann mach mal Drache. Oh, Itomak ist fast down. Itomak ist bewusstlos, nicht gut. Ihr sollt auch die da angreifen. Oh, hier der. Okay, jetzt ist die Hälfte meiner Leute ausgeschalten. Ich muss echt zuerst diese blöden Caster loswerden. At once. Das hilft sonst alles nichts. I'll take a look. Vor allem, weil sie auch ziemlich schnell down gehen. Ich bin aber, glaube ich, auch gerade gedownt. Okay. Also es klappt schon mal etwas besser, aber doch nicht ganz so gut. Ich glaube, ich schicke Idee vor, statt mich. Dann soll er erstmal auf Idee losgehen. Nice and quiet. Also ja, das ist einer der härteren Kämpfe hier. Wahrscheinlich, weil er auch komplett optional ist.
Lavaru, beyond. Okay, Edea sieht nicht gesund aus. Kanna ist down. Boah, ey, das ist echt ein harter Kampf. Jetzt bin ich wieder down. Ich glaube, wir skippen diesen Kampf erstmal. Das hat irgendwie keinen Sinn. Egal, was ich gerade probiere. Für den Kampf brauchen wir noch mindestens ein Level up, habe ich so das Gefühl. Certainly. Ja. Ich könnte es selber mit einem Insektenschwarm versuchen. Yes. Hello. Hello. Und ich habe so das Gefühl, ich muss wirklich zuerst die Mempeth gerade loswerden. Insektenschwarm. So, Alof, hau gleich nochmal was da hinterher. Der Heilung. Ein bisschen schneller bitte, der. Okay, das steht halt erstmal nochmal auf. Skelette. Hey. Anov, nochmal. Wieder wegboxen. Ich sehe nur noch zwei Jungdrachen da stehen. Also den jungen Drachen hier. Mach den mal weg. Ready, Watcher. Okay, Hevarias sieht nicht gut aus. Der haut das Ding mal um, bitte. So, Hevarias zieht sich mal zurück. So. At once. Yes. Aber ansonsten ist hier nichts gewesen.
Nur ein paar harte Gegner. Und das war's. Ja, da sind wir wenigstens aber hier auf den Klippen erstmal fertig. So. Das heißt, das haben wir fertig. Wir jetzt gerade überlegen, gebe ich erst Quests ab. In der Hoffnung, dass wir ein Level abkriegen, was gar nicht mal so unwahrscheinlich sein könnte. Außer für Hivarias. Blub. Mal sehen, was haben wir zum Abgeben? Die Vergessenen haben wir. Ja, den Ruf an den Hof haben wir, den wir machen könnten. Fragmentierte zertrümmerten Glaubens vielleicht auch mittlerweile. Okay, wir sind mäßig gut. Vielleicht. Belager von Kreckhold, das ist was anderes. Der letzte Akt. Ja, das machen wir irgendwann. Das ist die Dings, die Quest für die Schmelztiegelritter. Das, den Leuchtturm machen wir auch erstmal nicht. Das ist Paliginas Quest. Die Lehrsitze können wir abgeben. Die Asche des Glaubens. Firgal lag mit beiden Vorhersagen richtig. Ich habe einen merkwürdigen glühenden Stein gefunden und einen großen Jungdrachen, der ihn bewachte. Die Bestie schien seinem Funken beinahe ehrbietig zu sein, ja. Die lange Jagd ist Sagani, Meister der Tiefe ist Ketnua, Fürst des Ödlands, das schieben wir immer noch vor uns her. Ja, das ist Kannas Quest, Durens Quest und Eteas Quest. Also ja, wir können die beiden abgeben. Und die Lehrsätze von Pangram. Also erstmal nach Farnheim. Von Farnheim ins Urfeuer. Und dann sehen wir weiter. Was sagt eigentlich so unser Bauvorhaben hier unten? Ich glaube, es ist gerade gar nichts im Bau. Waldlandpfade würden unser Prestige und unsere Sicherheit erhöhen. Das braucht alles den Burghof. Ne, halt, wir haben hier Türme im Bau. Stimmt. Den Burghof machen wir nach den Türmen. Könnte ich noch so anheuern? Einen Vorhutsoldaten. Und einen Goldpaktritter. So, das erhöht meine Security auf jeden Fall mal. Hey, I'm sorry about what I said before. About the, skin-faced Orlans. It's all right. I knew what you were trying to say, and that's why I didn't gut you. I didn't know I was saying something bad. I get it, I get it. Let's just put it behind us. Now that we're friends again, is it okay if I pet you? What? No! Damn it, Adair! Is your family tree just one looping square? Oh, das ist nett. Also, Adair sagt, hey, tut mir leid, was ich vorher gesagt habe über die glattgesichtigen Orlaner. Ist okay, ich weiß schon, was du sagen wolltest, deshalb habe ich dich nicht ausgeweidet. Ich wusste nicht, dass ich etwas Schlimmes sagte, meinte Edir dann. Und Hivarias, ja, ich habe es schon kapiert. Können wir jetzt bitte das jetzt bitte hinter uns lassen?
Und in der dann, jetzt wo wir wieder Freunde sind, darf ich die streicheln. In der will alles streicheln, was flauschig ist, inklusive Intomak. Was? Nein, in der verdammt nochmal, wie sieht dein Stammbaum aus? Wie ein Schleifenquadrat? Was auch immer die Varias damit aussagen will, mit einem Schleifenquadrat.